So, jetzt betrete ich das Ha- Zelt der weißen Frau und mal gucken, was ich dann machen muss. So, verlorene Prophezeiung. Ihr habt die verlorene Prophezeiung. Ihr werdet mir so lange davon erzählen, bis ich sie auswendig kann. Dann werdet ihr mir sagen, was die Priester in diesen Wolken sehen. Danach müsst ihr mich verlassen. Jagt, schlaft, übt, esst, lernt das Land kennen. Ich muss diese Dinge in mich aufnehmen und meine Ahnen befragen auf sie und auf die Himmel und die Sterne in meinen Träumen hören. Wenn die Monde gekommen und gegangen sind, kehrt zurück. Dann werde ich euch mein Urteil verkünden. Also, was soll ich jetzt einfach machen? Einfach raus? Rein? Ich bin bereit, euch mein Urteil mitzuteilen. Die Zeichen der Ahnen und Sterne sind klar. Die verlorenen Prophezeiungen lassen keinen Zweifel zu. Der Fleischgewordene wird ein Fremdländer sein. Ihr müsst Dagoth Urs sieben Flüche brechen. Die Prophezeiung hat die sieben Schritte auf dem Pfad der Neravinen gezeigt und ich wurde zu eurer Führerin erwählt. Ich werde die Zeichen entschlüsseln und euch den Weg weisen. Es ist nun an der Zeit, dass ihr aufbrecht und die sieben Prüfungen besteht, wie sie die sieben Visionen beschrieben haben. Ihr seid unbekannten Eltern an einem bestimmten Tag geboren, also habt ihr die erste Prüfung bestanden. Meine Träume zeigen mir, dass ihr auch die zweite Prüfung bestehen werdet, dass weder Pest noch Alter können ihm schaden, der Fluch des Fleisches von ihm flieht. Ich habe die Zeichen gesehen, doch ich verstehe nicht. Könnt ihr mir sie erklären? Erzählen, wie ich die Korpuskrankheit. Blablub. Dass ihr den Fluch des Fleisches überwunden habt, ist schon ungewöhnlich, aber dass es euch von Pest und Alter bewahrt, ist unglaublich. Doch verstehe ich nun die Zeichen der Träume. Ihr habt die zweite Prüfung bestanden, aber die dritte Prüfung ist unerfüllt. Doch darüber zu sprechen, obliegt mir nicht. Geht und sprecht mit Sulmatul, dem Wächter unseres Kultes. Er soll davon berichten. Wenn ihr sie erfüllt habt, kommt zurück und ich werde euch den weiteren Weg zum Nerevarine weisen. So. Okay. Stammesführer. Zwei Prüfungen von sieben schon bestanden. Habe ich nicht schon von euch gehört? Eure Aufmerksamkeit ehrt mich. Ach, hä, warum sagen die jetzt sowas? Dahin. So, ich möchte etwas über die dritte Prüfung wissen und ich werde es euch sagen. Ihr möchtet. Ihr habt den Pfad des Nerevarine betreten. Nibani Mesa hat lange mit mir gesprochen und ich dachte lange darüber nach. Ich werde euch meine eigenen Prüfungen unterziehen. Ich streite mich nicht mit den weisen Frauen, aber ihre Geflogenheiten sind nicht die eines Kriegers. Schon viele haben den Pfad des Nerevarine betreten, aber alle sind an der Prüfung des Kriegers gescheitert. Ihr müsst Stärke, Mut und Gerissenheit beweisen. Dies sind die Eigenschaften, die ihr mir beweisen müsst. In der Nähe liegt Kokorun, die alten Hallen des vergessenen Hauses Haus und Dagoth. In letzter Zeit haben sich dort Kreaturen, die die Pest in sich tragen, eingenistet. Ich selbst ging mir einigen tapferen Jägern hin und kam auch wieder zurück. Doch ist es ein schlimmer Ort und ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich mich fürchtete. Wenn ihr von mir einen Hinweis auf die dritte Prüfung, die dunklen Höhlen, in denen Azuras Auge sieht, haben wollt, müsst ihr erst drei Zeichen aus Kokorun bringen. Das erste Zeichen sind Korpustränen einer Korpusbestie, um zu zeigen, dass ihr gegen diese Krankheit immun seid. Das zweite Zeichen ist ein Becher mit dem Wappen von Haus Dagoth. Ich habe sie selbst dort gesehen und werde wissen, wenn ihr sie gesehen habt. Das dritte Zeichen ist der Schattenschild, der im Grab von Dagoth Morin liegt. In Lavatunnen unter den Ruinen Kokoruns. Bringt mir diese Dinge und ich werde euch das Geheimnis der dritten Prüfung verraten. Okay. Und wo liegt Kokorun? Ich frag lieber nochmal nach. Falsches Zelt. Das. Dritte Prüfung, Kokorun. Kokorun war eine alte Festung der Dunmeer. Ich markiere sie auf eurer Karte. Geht am Tag bei gutem Wetter, sonst könnt ihr euch verirren. Folgt der Küste östlich vom Ushilaku-Lager zur Dunmeer-Ruine. Valen Varion und von dort nach Südwesten. Ihr seht dann Ibananit, einen verfallenen lederischen Schrein. Geht von dort gen Süden nach Kokorun, einem Felsplateau mit zerfallenen Bauten.
Es gibt dort viele Räume, sowie alte und tiefe Gänge. Darunter sind Feuerhöhlen. Es ist ein schlechter Ort. Seid vorbereitet. Okay. Also, Korun ist... Da. Am Tag soll ich da besser hin. Okay, kann ich auch einfach mal warten? Ja. Warten. 7 Stunden sollten reichen, oder? Relativ. Warten wir noch eine Stunde. Noch 5 Stunden. Ja, doofer Wüstensturm-Dings. Und ich müsste eigentlich mal meine Sachen hier reparieren. Ich sehe schon, worin das endet. Aber okay. La la la. Was? Ja, komm. Ich gehe raus und schon gleich werde ich angegriffen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? So. Leertaste war, stimmt. So. Ja, es liegen hier 2 Leichen rum, egal. Wiederherstellen, Wohltat so. Und wieder den Feuerball nehmen. Warum habe ich nicht volle? Ach, weil 20 bis 80 Punkte das sind nicht genauso so viel geworden. Egal. Klippenläufer. Ich hasse Klippenläufer. La la la. Da unten war ich schon mal fast. Sehe ich so gerade. Nein, der hat mich gesehen. Eindeutig. Ja, da ich doch. Und Bam. Gleich beseitigen so. Mal gucken, wie drin, wie es da drin sein wird dann in Kokorun. Ich ahne schon Schlimmes. Extrem Schlimmes. Aber mal sehen. Wir werden es sehen. Wieso, ihr kennt das bestimmt schon und ich werde es sehen. Ich wette, ich hätte noch irgendwas mitnehmen sollen oder mich besser vorbereiten sollen oder sowas. Aber nein. Ich habe keine Lust, in irgendeinen Ort wieder zu gehen, meine Sachen zu reparieren und dann hierher zu laufen wieder. Das ist... Weil... Aber Magan... Könnte man auf den Magan da einfach hin? Das sieht nämlich gar nicht so unterschiedlich weit aus. Aber egal. So, jetzt sind wir gleich an Fallas Marion. Das ist das hier vorne, 100 Pro. Oder auch nicht. Okay. Hätte ja sein können. Was ist denn das? Lando Arngruft. Okay. Hm.
Da 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 da. Okay. Und dann muss ich wieder da zurücklaufen. Ach Gott, ist das nicht. Ist das ätzend. Ich speichere mal hier auf halbem Weg so ungefähr. Und dieser Wüstensturm, der. Naja, es ist jetzt nicht Wüste, aber ich wüsste nicht, wie ich sonst. Sandsturm, so. Der geht einen so auf die Nerven. Was sind das eigentlich für Effekte hier alles? Anfälligkeit für Magie. Ach so. Anfälligkeit für Feuer. Anfälligkeit für Eis. Für Blitz. Bauchbrand. Die beeinträchtigt. Ach so. Gut. Was ist das ganz vordere? Magiebonus. Ach so. Das ist. Was? Ich habe ihn schon gehört, aber ich konnte ihn nicht lokalisieren. Und tot. Ja. Zerstörung. Gut. Stufe habe ich ja schon einen wieder. Och nö, nicht noch ein Klippenläufer. Ich mag diese Viecher absolut nicht. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der die mag. So. Ich muss aber noch schräg in die Richtung. Gott, Gott. Ich ahne schon Schlimmes da drin. Wenn ich da angekommen bin. Ich brauche drei Dinger. Irgendwas mit Korpus-Ding, Dings und Dings. Ein Schild und das zweite habe ich irgendwie schon wieder vergessen. Und ein Becher. So. So. Kann man eigentlich auch die ganze Weltkarte irgendwo ansehen? Würde mich mal interessieren. Also, hier im Spiel und nicht so, dass ich sehe schon, wo jeder Ort ist. So eine Karte war nicht gemeint. So, dann bin ich gleich da. In Kogurun. Meine Güte, ist ein langer Weg. Hätte ich auch echt von Margan hinlaufen können. Würde ich tippen. Das hätte, glaube ich, keinen Unterschied gemacht. Das ist Kogurun hier. Diese Hallen. Okay. Da oben läuft einer auf dem Dach rum. Der gern zu mir kommen würde. Uah! Jetzt habe ich mehr auf den Typen da oben geachtet. Als auf das, was mich hier unten angreift. ich sollte auf jeden Fall einen Magietrank benutzen. Weil da warten doch bestimmt gleich welche auf mich. Alles andere wäre nicht normal. Aber erstmal muss ich da hochkommen.
So. Auch so eine kleine Ratte. So. Was haben wir da? Rattenfleisch. Da ist ein Toter. Der hat was? Magieresistent. Haarhemd. Was ist, wenn ich das nehme? Oh, das ist doch Lebensenergie senken. 2 bis 6 Punkte auf sich selbst. Aber sonst ist das doch eigentlich relativ gut, oder? Statt ein gewöhnliches Hemd, das Hemd? Ich wüsste, ich sehe da jetzt keinen Nachteil drin, ein 2 bis 6 Punkte weniger. Das gefällt mir. Speichern auf Spielstand 1. Und dann werden wir Kogurun erkunden und bis dahin, ich bin euer MK Indiana Jones.